Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Wir haben heute Montag und es ist jetzt gerade 20 vor 9. Mila ist jetzt zu Hause, es sind Herbstferien in der Kita. Also generell sind Herbstferien. Die haben zwar einen Feriendienst im Kindergarten, aber ich bin ja auch zu Hause. Von daher hat Mila jetzt auch 2 Wochen Ferien. Und ja, jetzt werden wir eben bei Kaufland einkaufen gehen. Ne, Mäuschen? Keine Reaktion? Okay. Und ich musste heute das erste Mal schon kratzen am Auto, weil es so kalt die Nacht war. Also jetzt sind es gerade auch nur 4 Grad. Es ist einfach so, so kalt. Und ja, jetzt gehen wir aber erstmal rein, machen schnell unseren Einkauf und dann geht's zurück nach Hause. Genau, wir nehmen so einen großen Einkaufswagen, Mila. Hier, so einen nehmen wir. Da einmal Geld reinstecken. Super, richtig drücken. Ah, ganz oben musst du drücken. Ich kann. Super, ich muss heute nämlich auch noch ein paar Sachen für Kuchen einkaufen. Weil morgen fahre ich noch mal ins Krankenhaus zu meiner alten Station, verabschiede mich und bringe einen Kuchen mit. Und ja, dafür muss ich auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen einkaufen. Hm? Kokosraspeln brauchen wir. Aber müssen wir, glaube ich, noch einen Gang weiter. Hilfst du mir? Mila schiebt hier fleißig den Wagen und wiegt das Obst und Gemüse ab. Super machst du das. Achtung, Achtung, Achtung! Crash. Oh oh, nichts passiert. Nee, das sind keine Kokosraspeln, das sind Mandeln, mein Spatz. Aber wir brauchen Mandeln. Wir brauchen Mandeln. Wir brauchen Mandeln? Ja. Ja, dann pack rein. Für deinen Joghurt, wa? Eine Packung brauchen wir. Genau, eine Packung. Und ab in Einkaufswagen. Kokosraspeln. Super, danke schön. Wir sind jetzt soweit durch. Ich brauche nur noch Apfelmus. Ich muss dann einmal von ganz hinten wieder nach vorne, weil hier Apfelmus steht. Aber wir wollen heute Mittag Pfannkuchen essen. Deswegen muss Apfelmus sein. Jetzt können wir aber endlich zur Kasse. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause. Julian ist gerade mit Bruno draußen und Mila und ich wollen jetzt schon mal den Frühstückstisch decken. Können wir gleich nämlich noch zusammen frühstücken. Julian hat nämlich Spätschicht. Ne, Mäuschen? Kann ich noch ein Bonbon dahin legen? Ne, einen Bonbon legen wir jetzt nicht dahin, Schatz. Ne, wir wollen ja erstmal frühstücken. Laugenstange hast du dir beim Bäcker ausgesucht, stimmt's? Hä? So, willst du deinen Teller schon mal auf den Platz stellen? Mama nimmt die anderen Teller. Olga, Mia, Mama, Papa. Dann kann alle Leder hier was zeigen. Okay, willst du aber den Teller schon mal mitnehmen und auf deinen Platz stellen, Schatz? Dankeschön. Mama nimmt auch 2 Teller mit. Mama. Hier ist dein Kindermesser. Vorsichtig auf den Tisch legen. Mama nimmt die großen Messer. Das passt dazu, das hast du recht. Machst du die Schublade kann zu? Ich kann auch mit da meinen. Na komm. Ich bin hier gerade bei Mila im Zimmer. Wollte die Wäsche, den Rest von gestern einsortieren. Mila hat sich jetzt hier schon direkt im Wäschekorb für ihre Sachen gekrallt und hat ihre Wäsche einfach mal komplett hier reingestopft. Ja, das sind aber wirklich nur noch ein paar Sachen. Die muss ich jetzt mal eben hier richtig in die Schubladen einsortieren. Und dann habe ich das für heute auf jeden Fall auch geschafft. Ich habe nämlich gestern überwiegend die Wäsche gemacht. Also habe 3 Maschinen gewaschen und auch eigentlich alles zusammengelegt. Das ist jetzt echt nur noch so der Rest. Und dann können wir mal gucken, was wir dann heute Nachmittag noch so machen. Das Wetter ist ganz gut, dann werden wir bestimmt auf jeden Fall noch schön rausgehen. Vielleicht nochmal eine Runde mit Milas Roller drehen. War also gestern auf jeden Fall auch schon gut unterwegs. Ja, aber jetzt erstmal noch ja, den Rest Wäsche erledigen. Wir spielen jetzt hier noch eine Runde Tempo, kleine Schnecke. Mila ja auch zum 3. Geburtstag bekommen. Hier sind die Würfel, Mila. Ich fange an. Du fängst an. Ich habe Orange, Mila. Orange und Pink. Ja, dann einmal die beiden Schnecken. Eine Position vorwärts. Tempo, kleine Schnecke. Ja.
Oh, guck mal, Papa will auch mitspielen, aber dann ist Mama erst dran. Spielt er dann die erste Runde, ich weiß, dass Papa bleibt. Ja. Pink und grün. Oh, guck mal, die pinke Schnecke ist aber schnell heute. Dann bist du dran. In die Nose-Ecke kann ich hier gleich hin. Vielleicht, wenn du blau würfelst. Oh, grün okay. Und gelb. Okay, dann können die auf mein Vor. Mein Vor in die kleine Spinne. Ja, sind gleich schnell, ne? Mhm. Und gelb. So, dann ist Mama wieder dran. Ich bereite jetzt mal eben das Mittagessen vor. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir heute Pfannkuchen essen wollen. Weil Mila wollte gestern zum Abendbrot Pfannkuchen und haben uns darauf geeinigt, dass wir es heute zum Mittagessen machen. Deswegen ja, muss ich jetzt nur noch mal eben den Teig hier mixen lassen. Und dann können wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten essen. Also ein bisschen werde ich jetzt noch warten. Ich wollte nur schon mal den Teig machen. Weil jetzt haben wir es kurz nach 12:30. Wenn Mila nicht zur Kita geht, dann isst sie meistens auch immer ein bisschen später Frühstück. Von daher reicht das, wenn wir so gegen 1, kurz nach 1 Mittag essen. Apfelmus bzw. Apfelmark haben wir ja auch noch geholt. Genau, und dann können wir dann gleich schön Mittag essen. So, und jetzt drücke ich auf Start, dann werdet ihr mich wahrscheinlich nicht mehr hören. Deswegen. Was ist das? So. So, Mila, müssen wir einmal raus. Einmal raus. Welche Lampe ist kaputt gegangen? Genau, Mila möchte ihr Kikaninchen hier in dem großen Buggy schieben. Super, vielleicht auch anschnallen, ne, damit das Kikaninchen nicht rausfällt. Mila schiebt hier noch fleißig. Kikaninchen ist gut angeschnallt. Du siehst gar nichts, ne? Aber machst du trotzdem gut. 50 Meter geschoben und wer darf jetzt im Kinderwagen sitzen? Natürlich Mila. Und Mama darf schieben. Aber gut, jetzt drehen wir noch eine Runde schön mit Bruno. Und ich glaube, dann geht es gleich erstmal auf die Couch. Ich will mir mal eben einen Tee machen. Ich glaube, ich nehme diesen hier. Italienische Limone von Teekanne ist momentan einer meiner Lieblingsteesorten. Zusammen mit hier mediterraner Pfirsich. Ich habe jetzt auch noch spanische Orange geholt, weil mir das einige empfohlen hatten. Aber das ist nicht so wirklich meins. Aber die zwei Sorten richtig lecker. Die schmecken auch einfach kalt so, so gut. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall den hier erstmal machen. Wo muss ich dich, genau? Ja, dann machen wir auf Start. Hoffentlich ist nicht zu laut. Oh. Das ist gut? Hier hat Mila mit Papa vorhin auch noch fleißig gebaut. Aber alle Tiere sind dabei. Oh, der Arm, ja, den müssen wir ranmachen, ne? Müssen wir einfach reindrücken. Schaffst du das oder soll Mama helfen? Das habe ich nämlich gesucht, wie ich das machen konnte. Oh, ist dran. Mila hört gerade schön Bibi Blocksberg und spielt in ihrem Zimmer. Deswegen bin ich jetzt schon mal ins Babyzimmer gegangen. Ich will nämlich hier mal die Kleidung durchgucken und schauen, was wir jetzt in welcher Größe da haben. Weil demnächst sind zwei Kinderflohmärkte. Ich glaube sogar an einem Wochenende, also an dem Samstag und an dem Sonntag. Und ich will sonst da nochmal los und gucken, dass ich da nochmal ein paar Sachen finde. Aber vorher muss ich mir natürlich einen Überblick verschaffen, was wir jetzt noch brauchen. Vor allem, weil wir hier einen ganzen Korb haben, schon mit Sachen, also unterschiedlichsten Sachen. Also ist nicht nur Kleidung drin, aber halt auch viele Sachen, die wir geschenkt bekommen haben, zugeschickt bekommen haben. Und von daher, ja, muss ich auf jeden Fall mal durchgucken, um zu schauen, was haben wir, welcher Größe da. Ich habe hier jetzt verschiedene Haufen gemacht, je nach Größe. Also hier habe ich noch ein, so ein Set in 68 sogar. So ein Handtuch ist dabei. Dann Mützen, 56, 50, ein paar Socken und 62. Und hier auf dem Stapel von der 56, Größe 56, liegt dieser süße Strampler. Den hatte ich letztens noch bei Secret bestellt. Da hatten die von dieser Marke nämlich gerade die Sachen im Tagesangebot oder weiß nicht, wurden mir auf jeden Fall angezeigt von Minimo. Ich weiß nicht, ob die Marke so heißt. Richtig, richtig niedlich. Also hat halt keine Füße, aber ich fand das trotzdem so süß. Fühlt sich richtig, richtig schön an. Ja,
Voll süß. Ich habe jetzt erstmal alle Sachen hier in die Wickelkommode einsortiert. Also hier oben halt so, ich sag mal, Krimskrams-Sachen. Hier haben wir so Spielsachen, also so ein Knistertuch oder so ein Greifring. Dann habe ich hier erstmal Spucktücher hingepackt und so Decken. Hier ist dann Größe 50, 56, 62 und halt Socken und 68. Oder so Sachen wie hier so ein dickerer Anzug oder ein Schlafsack. Also hier haben wir, wie gesagt, ein paar Socken. Aber da brauchen wir in jedem Fall noch welche. Also das sind wirklich die einzigen und da sind wirklich nur wenige dabei, die recht klein sind. Also die sind alle schon deutlich größer. Dann haben wir hier halt oben 56 Hosen. 50 ist das. Also da haben wir wirklich halt so ein paar Sachen, also ein paar Hosen. Ich glaube nur ein oder zwei Oberteile. Bodies haben wir schon ein paar. Also da müssen wir einfach mal abwarten, wie groß der kleine Mann dann überhaupt ist. Und 56 sieht dann schon ganz gut aus. Also hier haben wir wirklich ein paar Hosen dann. Bodies ist tatsächlich aber hier bei 56 nicht so wirklich viel. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Dafür haben wir so Strampler und Schlafanzüge doch einiges da. Wobei, da würde ich nochmal gucken nach wirklich Stramplern mit Fuß dran. Ansonsten hier, also das sind eher noch, die gehören noch dahin. Das sind so Schlafanzüge noch von Mila auch damals. Und Oberteile haben wir, ja, ein paar da. Da würde ich eventuell aber auch noch auf dem Flohmarkt nochmal schauen. Und das ist dann schon alles 62. Ich würde fast sagen, das ist die vollste Schublade. Hier haben wir wirklich nämlich noch einige Schlafanzüge von Mila damals. Also das sind alles so Schlafanzüge eigentlich. Hier halt eher so Strampler. Hier sind ein paar Hosen. Hier ist ein Langarm-Body und das sind auch alles Bodies, also Kurzarm und Langarm. Aber bei 62, da würde ich dann einfach nochmal gucken, was man dann braucht. Aber für 56 würde ich eventuell nochmal auf den Flohmarkt schauen. Und wenn man halt wirklich was für 62 findet, das natürlich dann auch mitnehmen. Ja, aber das ist erstmal jetzt soweit schon mal ganz gut vorsortiert. Dann hat man auf jeden Fall einen besseren Überblick. Wollen wir mal schauen, was Mila jetzt hier so in ihrem Zimmer treibt. Soll ich dir helfen beim Auseinanderbauen? Hier rein. Ja, genau. Pack mal alles dann. Ah nee, guck mal, das ist der Korb hier für die Eisenbahn, Mila. Guck mal, da sind schon Sachen drin. Mama, hilf dir. Und was willst du dann spielen? Schleim. 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 Okay, Mila meint Schleim. Sie meint den grünen Schleim da oben. Aber ja, dafür müssen wir erst die Sachen aufräumen, Mila, ne? Guck mal, räumen wir erst auf. Ich habe erst Schwein verstanden. Schleim, ne? Genau, musst du so auseinander machen. Schleim. So, alles an Eisenbahnschienen hier rein. Und die Tiere, Mila? Mila, guck mal, die Tiere, genau, können in den anderen Korb. Ups, das war so, alles von der Eisenbahn eben hier rein. Genau, fertig, super. Genau, jetzt nehmen wir den Schleim. Der muss hier nur oben stehen, weil... Da gehen wir nicht alleine bei, Mila, ne? Genau, komm, nehmen wir mit nach unten, dann haben wir mehr Platz. Julian hat gestern schon mit Mila mit dem Schleim richtig viel gespielt, das war auch so witzig. Da haben wir das erste Mal so richtig viel mit dem Schleim gemacht. Ja, du kannst nicht abwarten, ne? Aber es war auch so witzig. Du musst hier sitzen. Ich muss da sitzen? Okay, warte. Flatsch. Sieht aus wie Schnottis. Ist das aus deiner Nase gekommen? Sieht ja schon ein bisschen eklig aus. Ekelig. Ja. Aber es geht ja vom Boden und so ab. Also das ist halt so, ja, so typischer Spielschleim, den Julian irgendwo, ich glaube, bei Real oder so gekauft hat. Platsch. Mila hat gestern schon mit ihren Backformen dann da die Sachen da reingemacht, ne? Das ist ja grüner Monsterschleim. Ja. Ja. Monsterschleim. Ich alles Snotty. Und mir fällt gerade ein, dass ich meinen Tee vorhin vergessen habe. Der wird jetzt kalt sein, aber ich habe ja schon gesagt, der schmeckt auf jeden Fall auch kalt ziemlich gut. Ja, werde ich mir nachher nochmal einen machen, den ich dann auch richtig warm trinken kann. Ja, der ist kalt.
Naja, hätte ja klappen können, aber es passiert mir so oft, wenn so ein Tee halt irgendwie 5 oder 8 Minuten ziehen muss, dass ich ihn dann vergesse. Dann wird er jetzt halt kalt getrunken. Ich werde mich jetzt auch mal eben hier aufs Sofa so ein bisschen setzen legen. Mila spielt ja hier dann im Wohnzimmer mit ihrem Schleim. Aber in letzter Zeit merke ich das halt vermehrt, wenn ich doch viel mache, dass es doch anstrengender jetzt wird. Also ich bin ja jetzt in der 26. Schwangerschaftswoche, also kommt die Woche noch in die 27. Und dann wird mein Bauch einfach doch ziemlich oft schon hart und ziemlich lang. Und gerade habe ich sowieso immer wieder mit so Unterleibsschmerzen zu tun. Also ich glaube, der kleine Mann macht auch gerade irgendwie wieder so eine Wachstumsphase durch. Aber das ist dann doch irgendwie schon ziemlich anstrengend. Und von daher muss man sich doch ab und zu mal eine Pause gönnen, auch wenn es mir schwerfällt. Der Hase hat auch sowas? Ja. Oh. Aber ich weiß nicht, wo der Hasenbackführer ist. Ach so, die Hasenbackform, die ist noch oben irgendwo. Und der ist noch schmutzig. Ja, die ist so fusselig, ne? Deswegen da am besten den Schleim nicht reinmachen. Dann hast du die ganzen Fussel im Schleim. Muss man immer Backe gucken sein, da muss man immer einen Backerführer rein und einen Hut aufhaben. Ach so. Ein Hut. Okay. Ein Backerkuchenhut. Und das muss man immer hier auf dem Kopf drauf haben. Ja, so eine große weiße Mütze, ne? Ja. Ja. Und dann machen wir mal Backführer. Bäcker meinst du? Ja, Bäcker. 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 Genau. Und deswegen lege ich jetzt meine Füße hoch, trinke meinen kalten Tee und gönne mir mal die Pause. Aber wir haben es jetzt auch schon, glaube ich, so 4:45 oder so. Der Tag ging einfach super schnell um. Von daher beende ich den Vlog jetzt an dieser Stelle auch schon. Und wir sehen uns dann die Tage wieder, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.